Richtig. Zweite Runde. Er hat jetzt hier die Karte gehabt. Am ersten Mal war sie hier, beim zweiten Mal hier, beim dritten Mal hier, beim vierten Mal müsste sie eigentlich hier sein. Oder ist jetzt doch hier? So 1, 2, 3, weißt du wie? Gleich die erste Karte? Ja. Daneben. Gleich die erste. Ich probier's noch ein paar Mal die erste zu nehmen. Daneben. Okay. Gleich die. Richtig. Okay, Moment. Gleich die erste. Ja, nochmal. Daneben. Gleich die erste. Okay, ja. Daneben. Nächster Versuch. Zweimal hat man es jetzt schon. Die Dreimal hat man es jetzt schon. Gleich die Erd. Viermal, das heißt, er geht also wirklich alle Karten durch. Runde. Okay, jetzt gucke ich mal, ob es bei der 3 eventuell liegt. Die dritte Karte. Ja, okay. Richtig. Dritte Runde. Jetzt liegt es entweder hier oder hier. Ich glaube, er geht auf die 2 zurück. Die zweite von links? Sicher? Nein! Daneben. Okay. Gleich die. Daneben. Gleich die. Okay, die 1. Richtig. So, okay, die 2. Jo, die 3. Richtig. Und jetzt nochmal die 4. Die letzte. Jawoll! Richtig! Du hast es geschafft! Autsch! Ich habe einen elektrischen Schlag an der Karosserie bekommen. Verrückt. Mir ging es genauso, als ich das letzte Mal gewonnen hatte. Ist sonst noch was? Ja, das ist... Darf ich es noch einmal versuchen? Mal? Klar. Zieh eine Karte. Ich probier's, weil wenn du elektrisch stark, das war es komisch, ziemlich komisch. Daneben. Okay. Ja, okay. Richtig. Wunderschön. So, jetzt die da. Richtig. Und die letzte. So. Richtig. Autsch. Ich hab ein... Verrückt. Ist sonst noch... Okay, ich probier's aber dreimal. Klar. Weil meistens ist sowas, wenn sowas ist, dann ist es ja meistens bei dreimal. So, okay. Daneben. So, ja. Okay, erste. Richtig. Zweite. Richtig. Und vierte. Autsch! Ich habe eine... Verrückt. Ist sonst... Okay, sonst passiert nichts, dann gehe ich mal. Geh dann mal. Lass dich nicht aufhalten. So, jetzt gehen wir komplett raus. Ich werde den Poki noch haben. Oh, hallo. Hast du alles gut überstanden? Ja, die Musik ist ein bisschen sehr laut. Mit den wenigen Möglichkeiten, die mir unsere eigens programmierte Engine bot, habe ich an dieser Stelle versucht, so eine Art Minigame zu skripten. Das aber kein tatsächliches Minigame ist. Tatsächlich findet die Lösung des Rätsels, der Aufgabe, gar nicht innerhalb des Spiels statt, sondern außerhalb. Mir hat es Spaß gemacht, das so zu entwerfen. Mir macht sowas sowieso immer Spaß, so kleine Spiele kaputt zu machen, indem die Lösung halt gar nicht im Spiel selbst ist. Aber ich weiß auch, dass ich damit hin und wieder den einen oder anderen in die Verzweiflung treibe. Aber warum sollen andere Leute auch nicht verzweifelt sein? Ja, Poki, alles klar. Ich habe kurz was getrunken, ich habe die Gelegenheit ausgenutzt. Ich gehe dann mal. Und erzähle euch das natürlich nicht. Lass dich nicht aufhalten. Und jetzt geht's weiter. Autotür, Überweg, Böschung. Wir gehen erstmal den Überweg runter. Den Überweg. Jetzt wird es langsam echt gruselig hier. Weil, wo kommt das daher? Ein nicht nur besonders atmosphärischer Screen, sondern auch sehr aufwendig. Ich habe hier immerhin eine der größten Spezialanimationen für Edna verwurstet mit insgesamt unglaublichen 8 Frames. Ja, fließend. Außerdem diese schöne Hintergrundanimation, dieser Wasserstrahl. Man kann nur hoffen, dass der Spieler diesen Raum zuerst betritt, bevor er die Quelle dieses Rinnsals auf dem Brückenscreen entdeckt. Das verdirbt so ein bisschen die Schönheit des ganzen Screens nämlich. Dann haben wir es ja richtig gemacht. Okay, ich guck mal ganz kurz ansehen, Fluss. Tief und unergründlich. Ja. Ich bin bei der Gesellenprüfung zum... Ja, das kennen wir ja alles. Huhu.
Wenn, will ich es nicht wissen. Ja gut, das können wir auch benutzen. Ist es nicht... Okay, gut, dann müssen wir ja wieder nach oben gehen. Ich kombiniere mal ganz kurz so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass man vom Mondschein wirklich sauber wird. Seit wann legst du Wert darauf, sauber zu sein? Naja, sonderlich dreckig wird man vom Mondschein sicher auch nicht. Du hast recht. Vergiss das mit dem Bad. Okay, wir haben ja gar nicht mehr so viel, ne? Ich behalte den Poloschläger lieber griffbereit. Vielleicht wohnt ein unheimliches Sumpfding in diesem Modderloch. Hoffentlich spielt es auch so gerne Polo. Okay, Stift. Diese Welle trägt meinen Namen. Bist du jetzt unter die Surfer gegangen? Oh, weggeklickt aus Versehen, tut mir leid. Böser Mittelfinger. Brauche ich Wasser? Was soll ich denn mit einem Eimer Sumpf? Wir könnten dem bösen Lago La Grande eine Falle stellen. Wo schnappst du nur diesen Nonsens auf? Ich lese viel. Ein Eimer Sumpf und ein SCH, da hast du einen Schlumpf. Oh. Ich behalte die Zickzackschere lieber. Ich wette, die Bewohner dieses Sumpflochs haben auch so genug Zacken. Da hast du recht, aber die Zicken fehlen noch. Oh, nee, verklickt. Keine Zeit zum Angeln. Genau, wir sind ja nicht in Azeroth. Du solltest eigentlich die Leine so darüber zur Mauer dann hier befestigen und dich in einer extrem geilen 8-Frame-Animation darüber hangeln. Genau. Ich werfe einfach so meinen goldenen Schlüssel ins Moor. Geht's noch? Ja, ja, klar geht das noch. Also, ich probiere mal das. Das Seil ist zu dick, um es an den Schlüssel zu knoten. Mist. Warum genau wollten wir das noch gleich machen? Es gab einen Grund. Und er war triftig. Ja, ne? Ich probiere mal was anderes zu kombinieren. Wir könnten doch den Topf am Seil befestigen. Aha, und dann? Dann hätten wir einen Aufzug für mich gebaut. Aha, und dann? Dann würde ich mit dem Aufzug bis in die Hölle hinabfahren. Aha, und dann? Dann würde ich dem Teufel das Benzin für die Kettensäge klauen. Ach, Harvey. So, okay, wir gehen zurück. Und gehen mal hoch zur Böschung. Dum, 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 dum. Huch! Das sieht ja mal, das ist mal ein geiler Screen, muss ich mal sagen. Also die gefallen mir alle, aber der sieht besonders gut aus. Dieser Screen hat tatsächlich gar keinen spielerischen Wert. Was? Also wir haben als Hotspots nur die Anstalt und den Mond. Sonst eben die Ausgänge, die man halt auch in anderen Screens hätte zeigen können, in anderen Ansichten. Aber ich finde es für richtig, nochmal den Blick zurück auf die Anstalt, den Weg, den sie gekommen sind, der in der Cutscene ja mehr oder weniger übersprungen wurde, nochmal zu zeigen. Und auch nochmal Ednas Widerwillen zu zeigen, tatsächlich zur Anstalt zurückzugehen. Da kann sie jetzt quasi nach oben nochmal wettern, bevor sie sich dann umdreht und den Weg, die Straße talabwärts beschreitet. Ach, ich muss mir vorstellen, guck mal, die rennt hier ja so rum und es muss doch eiskalt sein. Also selbst wenn Sommer ist, dann ist es bestimmt nicht angenehm, so groß rumzulaufen. Oder? Ansehen ansteigen. Nein, nein, dort bringen mich keine 10 HWs hin. Nehmen? Ich nehme bereits eine Menge schlechter Erinnerungen von dort mit. Aber ganz kurz, die Musik ist irgendwie sehr laut. Ich kann die Musik aber einzeln auch gar nicht einstellen. Kommt mir sehr laut vor in diesen Screens hier. Ich hoffe, die übertönt dann Edna nicht. Zur Hölle mit dir, Hort des Grauens. Und benutzen. Ich habe die Anstalt schon einmal zu oft benutzt. Das stimmt allerdings. Hui, ich werd ganz muggelig. Und vogelig. Schon Kaiser und Könige wollten den Mond mit Gold aufwiegen. Vergebens. Reden. Ich verneige mich vor deiner Pracht, du Quell der Reinheit. Es sei ihr gewährt. Es sei ihr gewährt. Benutzen. Lieber nicht. Für ein Mondscheinbad brauche ich Lichtschutzfaktor 0,04. Hä? Okay, gut. Anstalt, Treppe, Böschung, Straße. Wir gehen erstmal nach oben. Oh. Okay. Mond? Allmann? Bank. Anstalt. Okay. Und hier
findet für den Alu-Mann endlich die Umwandlung statt, die wir uns ja auch selbst alle wünschen. Und zwar verwandelt er sich endlich in ein Lichtwesen. Wer wünscht sich es nicht? Fuka. Okay, ich sehe erstmal die Bank an. Nettes Plätzchen. Nehme die Bank. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Den Berg oder die Bank? Ich muss dringend mit meiner Bank reden. Später. Und benutze. Keine Zeit auszuruhen. Oh, das wäre cool, wenn man sich jetzt einmal hinsetzen könnte, einfach mal so, mal ganz kurz vor Schnaufen. Oh, was ist das denn? Das sieht nützlich aus. Reden wir erstmal mit dem Antioxidationsmittel. Hallo? Bist du ein Antioxidant? Nicht zu laut, ich bin noch nicht taub. Nur ein bisschen eingerostet. Nemo-Oxidant. Oh, Entschuldigung. Brauchst du das Antioxidationsmittel etwa noch? Ja. Und wann bist du damit fertig? Wenn ich endlich von einem Blitz getroffen wurde. Okay. Ansehen. Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Das kann doch nicht sein. Kaiser und... Okay, das kennen wir. Hat nicht viel gebracht und benutzt. Lieber nicht. Für einen Mond. Okay, kennen wir. So, dann. Alu-Mann, hallo. Was macht Alu jetzt schon wieder? Nehmen? Autsch. Was war das? Der Blitz. Du wurdest vom Blitz getroffen. Im Ernst? Es fühlte sich nicht so an, wie ich es erwartet hatte. So unspektakulär. Nichtsdestotrotz, du bist jetzt ein Energiewesen. Ja. Ja. Das muss wohl so sein. Dann benimm dich auch entsprechend. Wuga. Wuga? Wuga! Wuga! Okay, reden. Hallo Alu, alter Hund. Wuga! Ich hätte vielleicht vorher mit ihm reden sollen, hallo, oder? Hallo Alu, alter Hund. Wuga! Benutze? Man kann Energiewesen nicht anfassen. Ich würde mich nur an seinem kosmischen Feuer verbrennen. Nehmen? Man kann Energie... Okay. Ja, ist schon klar. Dann viel Spaß, Alu. Jetzt, wo du ein Energiewesen bist, brauchst du das doch sicher nicht mehr, oder? Wuga! Na gut, dann, ja gut, das war wirklich sehr spät. Deswegen mussten wir uns aufladen am Auto. Ich verstehe, alles klar, okay. Ja dann, gut, wir lassen Alu. Ich muss mal. Ich dachte, der fällt jetzt irgendwie runter oder sowas. Irgendwas halt anderes. Guck mal, Alu. Ich habe da die weltbesten Topflappen. Aha. Und, weiter? Naja, und du hast da dieses Antioxidationsmittel. Ich tausche nicht, Edna. Ich brauche das Mittel, um mich in ein Energiewesen zu verwandeln. Bug gefunden. Alles klar, okay. Wenn ich also mit ihm Dinge kombiniere, ist er immer noch der Alu-Mann. Halt dich fest, Alu. Ich rette dich. Retten? Wovor? Ich bin ein mächtiges Energiewesen. Mir kann nichts mehr passieren. Wuga! Ach so, es ist nur bei einigen. Möchtest du dein Antioxidationsmittel zurückhaben? Wozu? In den Sphären, in denen ich mich jetzt bewege, gibt es keinen Rost. Wuga! Alles klar, okay, gut. Schlüssel? Guck mal, Alu. Das hier ist der grandiose Generalschlüssel. Aha. Und weiter? Naja, und du hast da dieses... Ich tausche nicht, Edna. Ich brauche das Mittel... Okay. Topf. Guck mal, Alu. Ich habe hier ein Zehntel eines zehnteiligen Topfsets. Aha. Naja, okay, da müssen wir tauschen. Ja, okay, gut. Schere. Guck mal, Alu. Aha. Nein. Okay, gut. Bodenschläger? Guck mal, Alu. Aha. Ja, okay. Und was haben wir noch? Harvey. Harvey mit Alu. Hey, Alu, alter Pirat. Hallo, Harvey. Passt du auch gut auf Edna auf?
Na klar, Alter! Warte mal, kannst du etwa verstehen, was er sagt? Naja, nicht immer. Das wäre ja auch ein dicker Hund gewesen.